Thank you.
Verehrte Gäste, liebe UNICEF-Freunde, im Namen des UNICEF-Nationalkomitees, des Solidaritätskomitees und des Zentralvorstandes der Gewerkschaft Kunst, im Namen aller an unserer heutigen Veranstaltung beteiligten Künstler und Kulturschaffenden begrüße ich Sie auf das Allerherzlichste und danke Ihnen für Ihre Teilnahme. Unser besonderer Gruß gilt den hervorragenden Persönlichkeiten unseres Landes, des Bezirkes und der Stadt Leipzig, sowie allen internationalen Repräsentanten, die Gäste unserer Solidaritätsveranstaltung sind. Mit besonderer Freude wissen wir unter uns den Direktor des UNICEF-Hauptquartiers in Genf, Herrn Victor Sola Sala. Seit 1984, also nunmehr bereits zum vierten Male, treten Künstler der DDR in einem Solidaritätskonzert ohne Honorar zugunsten von UNICEF auf. Sie unterstützen mit ihrem persönlichen Engagement eine UNO-Organisation, deren Ziel es ist, den Hilfebedürftigsten dieser Welt, den Kindern in Afrika, Asien und Lateinamerika Hilfe und Unterstützung zu gewähren beim Aufbau eines neuen Lebens. Kann es eine schönere und edlere Aufgabe geben? Mit der Teilnahme an diesem heutigen Solidaritätskonzert bekunden Sie sowie die Künstler und alle, die zum Gelingen unserer Veranstaltung beitragen, Ihre aktive Unterstützung für die Arbeit des Kinderhilfswerkes UNICEF, für Solidarität mit den Kindern in der ganzen Welt. Ich heiße Sie zur Gala für UNICEF willkommen. Thank you.
Burg, die Monsalvat genannt. Ein lichter Tempel steht dort inmitten, so kostbar, als auf Erden nichts bekannt. Drin ein Gefäß von wundertätigen Segen, wir dort als höchstes Heiligtum bewahrt. Es ward das Sein der
Heinrich Heine, zur Teleologie. Gestatten Sie, dass ich schon nach dem Ansagen des Titels eine Bemerkung mache. Es ist zwar sehr unhöflich, aber es wäre noch unhöflicher, Sie im Unklaren zu lassen, was das heißt, zur Teleologie. Das hat also mit Telefon nichts zu tun, auch nicht mit Telepathie, auch nicht mit Television. Das ist eine Lehre, das ist eine Lehre von der vorausbestimmten Zweckmäßigkeit der Dinge. Verstehen Sie, das ist eine idealistische Lehre natürlich. Zur Teleologie. Beine hat uns zwei gegeben. Gott, der Herr, um fortzustreben, wollte nicht, dass an der Scholle unsere Menschheit kleben solle. Um ein Stillstandsknecht zu sein, genügte uns ein einziges Bein. Augen gab uns Gott ein Paar, dass wir schauen rein und klar. Um zu glauben, was wir lesen, wäre ein Aug genug gewesen. Gott gab uns die Augen beide, dass wir schauen und begaffen, wie er schön die Welt erschaffen, zu des Menschen Augenweide. Doch beim Gaffen auf den Gassen müssen wir die Augen brauchen und uns dort nicht treten lassen, auf die armen Hühneraugen, die uns ganz besonders plagen, wenn wir enge Schuhe tragen.
Gott versah uns mit zwei Händen, dass wir doppelt Gutes spenden, nicht um doppelt zuzugreifen und die Beute aufzuhäufen in den großen Eisentruhen, wie gewisse Leute tun. Ihren Namen auszusprechen dürfen wir uns nicht erfrechen. Hängen würden wir sie gern, doch sie sind so große Herren, Philanthropen, Ehrenmänner, manche sind auch unsere Gönner. Und man macht aus deutschen Eichen keine Galgen für die Reichen. Gott gab uns nur eine Nase, weil wir zwei in einem Glase nicht hineinzubringen wüssten und den Wein verschlappern müssten. Gott gab uns nur einen Mund, weil zwei Mäuler ungesund mit dem einen Maule schon schwätzt zu viel der Erdensohn. Wenn er doppelmäulig wär, fräß und lög er auch noch mehr. Hat er jetzt das Maul voll Brei, muss er schweigen unterdessen. Hätte aber Mäuler zwei, löge er sogar beim Fressen. Als zur blonden Teutolinde ich in solcher Weise sprach, seufzte sie und sagte, ach, Freund, ich hab dir zugehört und du hast mir gut erklärt, wie zum weisesten Behuf Gott den Menschen zwiefach schuf, Augen, Ohren, Arm und Bein, während er ihm gab nur ein Exemplar von Nas und Mund. Doch nun sage mir den Grund, Gott, der Schöpfer der Natur, warum schuf er einfach nur das kapröse Requisit, das der Mensch gebraucht, damit er fortpflanze seine Rasse und zugleich sein Wasser lasse. Teure Freund, ein Duplikat wäre wahrlich hier vonnöten, das so wichtig für den Staat und fürs Individuum, kurz fürs ganze Publikum. Eine Jungfrau von Gemüt muss sich schämen, wenn sie sieht, wie ihr höchstes Ideal wird entweiht so trivial, wie der Hochaltar der Minne wird zur ganz gemeinen Rinne. Psyche schaudert, denn der kleine Gott Amur der Finsternis, er verwandelt sich beim Scheine ihrer Lamp in Mangepiss. Also Teutolinde sprach, und ich sagte ihr, Gemach, unklug wie die Weiber sind, du verstehst nicht, liebes Kind, zwei Funktionen, die so greulich und so schimpflich und abscheulich Gott miteinander kontrastieren. Gottes Nützlichkeitssystem, sein Ökonomieproblem ist, dass wechselnd die Maschinen jeglichem Bedürfnis dienen, dem Profanen wie den Heiligen, den Pikanten und Langweiligen. Alles wird simplifiziert, klug ist alles kombiniert, was dem Menschen dient zum Seichen, damit schafft er seinesgleichen. Auf demselben Dudelsack spielt dasselbe Lumpenpack, feine Pfote, derbe Patsche, fittelt auf derselben Bratsche.
so verzweifelt, euer Kleinmut beleidigt die Gottheit, blickt gen Himmel. Lasst das Jammern und Zagen, vertraut. In einem Chanson wollen wir zunächst den Dezember besingen. Erich Kästner schrieb den Text und der Komponist Manfred Schmidt sitzt am Flügel. Der Dezember.
Das Jahr ward alt, hat dünne Haar, ist gar nicht sehr gesund, kennt seinen letzten Tag, das Jahr kennt gar die letzte Stund. Ist viel geschehen, ward viel versäumt, ruht beides unterm Schnee. Weiß liegt die Welt wie hingeträumt, und Wehmut tut halt weh. Noch steigt der Mond, noch schmilzt er hin, nichts bleibt und nichts vergeht. Ist alles Wahn, hat alles Sinn, nützt nichts, dass man's versteht. Und wieder stapft der Nikolaus durch jeden Kindertraum. Und wieder blüht in jedem Haus der golden-grüne Baum. Warst auch ein Kind, hast selbst gefühlt, wie hold Christbäume blühen. Hast nun den Weihnachtsmann gespielt und glaubst nicht mehr an ihn. Bald trifft das Jahr der zwölfte Schlag, dann dröhnt das Herz und spricht. Das Jahr kennt seinen letzten Tag und du kennst deinen nicht. Das Jahr kennt seinen letzten Tag und du kennst deinen nicht. Ein Lied möchte ich gern noch singen. Ich glaube, es gehört zu den eindrucksvollsten, bewegendsten Friedensliedern, die in den letzten Jahren geschrieben wurden. Zwei junge Interpreten, Künstler haben sie geschrieben, Matthias Görnand und Johannes Schlecht. Und da sie beide aus Thüringen kommen, ist so ein bisschen Thüringer Dialekt mit eingearbeitet in das Lied von der alten Frau. Schau mal her, pass mal auf und hör zu, mein Jung. Die sind alle, alle nicht mehr heimgekommen. Die Leute, mit denen bin ich in die Schule gegangen. Wir haben gespielt, Vater, Mutter, Verstecken und Fangen. Das waren einmal Kinder, so klein wie du auch. Im Krieg sind sie zersprengt wie Feuer und Rauch. So sagt die alte Frau bei den Gräbern zu ihrem Enkelkind in einer Zeit, da mehr als 40 Jahre wir schon im Frieden sind. Schau mal her, pass mal auf und hör zu, mein Jung. Die sind alle, alle nicht mehr heimgekommen. Ach, bei deinem Opa, das ist schon so lange her. Und dein Onkel wäre auch noch da, wenn er nicht gegangen wäre. Damals haben wir gedacht, die Häuser stürzen auf uns nein.
und da war bei meiner großen Angst kein Mensch dabei. So sagt die alte Frau bei den Gräbern zu ihrem Enkelkind in einer Zeit, da mehr als 40 Jahre wir schon im Frieden sind. Schau mal her, pass mal auf und hör zu, mein Jung. Die sind alle nicht mehr heimgekommen. Und da stehen nun die Namen untereinander. Und die hab ich alle so gut gekannt. Nun sind sie für nicht irgendwo zerstampft im Drecke. Und wir mussten Jahr für Jahr die Wunden lecken. Darum, mein Jung, wenn ich dann mal unter der Wiesen lieg, machst du hier oben auf der Wiesen nie in deinem Leben einen Krieg. Darum, mein Jung, versprich mir das, wenn ich dann mal unter der Wiesen lieg, machst du hier oben auf der Wiesen nie in deinem Leben einen Krieg. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zunächst ein paar ganz persönliche Worte. Die Menschheit schuldet dem Kinde das Beste, was sie zu geben hat. So heißt es in der Deklaration über die Rechte des Kindes, die von der UNO-Vollversammlung bereits im Jahre 1959 bestätigt wurde. Aber immer noch haben viel zu viele Kinder auf der Welt keine frohe und behütete Kindheit, keine schöne, glückliche Zukunft. Woche für Woche sterben in den Entwicklungsländern über 250.000 Kinder einen vermeidbaren Tod wegen mangelnder Ernährung oder fehlender medizinischer Betreuung. Weit über 100 Millionen Kinder auf dieser Erde leiden Hunger. Über 200 Millionen können keine Schule besuchen. Und weit über 400 Millionen Kinder leben in völliger Armut. Stets und immer waren und sind es doch die Kinder, die zuerst und am schwersten unter den Schrecken kolonialer Unterdrückung und Rassismus und unter den Folgen verbrecherischer Kriege und einer Aggressions- und Aufrüstungspolitik zu leiden gehabt haben und noch leiden. Aber jetzt geht doch ein Aufatmen um die Welt. Das Abrüstungsabkommen von Washington findet unsere uneingeschränkte Zustimmung und voll Hoffnung und Zuversicht
sehen wir weiteren Schritten auf diesem Wege entgegen, zum Wohle der Menschheit und auch für eine glückliche Zukunft aller Kinder auf Erden. Und in diesem Sinne versuchen wir heute als Künstler mit unseren Mitteln die Arbeit von UNICEF zu unterstützen. 1987 haben die Bürger der DDR über 30 Millionen Mark für die Tätigkeit von UNICEF zur Verfügung stellen können. Und ich bin gewiss, das wird auch in der Zukunft so bleiben, solange diese Hilfe benötigt wird, denn die Kinder sind unser kostbarstes Gut. Im Namen aller Künstler möchte ich hier versichern, dass es uns ein aufrichtiges Herzensbedürfnis ist, an dieser Gala zugunsten von UNICEF mitzuwirken. Maxim Gorki hat uns mit seinen Worten über den Menschen aus seinem Schauspiel Nachtasyl sein humanistisches Glaubensbekenntnis hinterlassen. Worte über den Menschen. Es gibt die Lüge und es gibt die Wahrheit. Aber was heißt Lüge? Was heißt Wahrheit? Ich glaube, der Mensch, das ist die Wahrheit. Und die Lüge? Die Lüge, das ist die Religion der Knechte und der Herren. Und die Wahrheit, das ist die Gottheit des freien Menschen. Und darum müssen wir auch jeden Menschen respektieren. Wir wissen doch gar nicht, wozu er uns geboren wurde. Vielleicht wurde gerade er uns zu großem Nutzen geboren. Und ganz besonders aber müssen wir die Kinder achten und lieben. Die kleinen Kinderchen. Lasst die Kinder sich ausleben. Achtet, liebt die Kinder, sorgt euch um sie und respektiert den Menschen. Denn der Mensch ist frei. Er hat selber für alles aufzukommen, was er tut, und darum ist er frei. Was heißt denn überhaupt Mensch? Mensch, das bist doch nicht du und nicht ich und nicht sie, sondern du, ich, sie, wir alle sind das. Menschen. Menschen, das ist doch etwas ganz Großes. Das ist doch etwas, worin alle Anfänge stecken und alle enden. Alles im Menschen und alles für den Menschen. Nur allein der Mensch existiert. Alles andere ist das Werk seiner Hände und seines Gehirns. Ein Mensch. Wie stolz das klingt. Ein Mensch. Lass uns eine Welt erträumen, die den Krieg nicht kennt, wo
man Menschen aller Länder seine Freunde nennt, wo man alles Brot der Erde teilt mit jedem Kind, wo die letzten Diktatoren Zirkusreiter sind. Lass uns eine Welt erträumen, wo man singt und lacht, wo die Traurigkeit der anderen selbst uns traurig macht, wo man trotz der fremden Sprachen sich so gut versteht, dass man alle schweren Wege miteinander geht. Lass uns eine Welt erträumen, wo man unentwegt Pflanzen, Tiere, Luft und Wasser wie einen Garten pflegt, wo man um die ganze Erde Liebesbriefe schreibt. Und dann lass uns jetzt beginnen, dass es kein Traum bleibt, wo man um die ganze Erde Liebesbriefe schreibt. Und dann lass uns jetzt beginnen, dass es kein Traum bleibt. Nach diesem Kinderlied, das zu einem Bild von Otto Kriebel entstanden ist, ein anderes Kinderlied, ein Lied aus einem anderen Land. Seit einigen Jahren sammle ich Kinderlieder aus anderen Ländern und versuche mich so einer eigenen deutschen Nachdichtung. Das folgende ist ein ganz simples Kinderliedchen, wo ich hoffe, Sie haben Lust, da ein bisschen mitzumachen. Und ich habe deshalb so ein simples ausgewählt, weil ich dachte, das ist so schön einfach, das können Sie sich bis zu Hause heute merken und vielleicht beim nächstbesten Kindergeburtstag mit den Kindern selbst mal probieren. Was man bei diesem Lied mitmachen kann, hört man gleich am Text, das ist ganz einfach. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie dir so zumute ist. Wenn du glücklich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie dir so zumute ist. Wenn du wütend bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie dir so zumute ist. Wenn du traurig bist, dann seufze doch einmal. Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss. Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie dir so zumute ist. Und wenn du mich gern hast, gib mir einen Kuss. Wenn du bei mir bist, dann zeig mir, wie es dir geht. Wenn du bei mir bist, dann zeig mir, wie es dir geht. Zeig mir, wenn du bei mir bist, wie dir so zumute ist. Wenn du bei mir bist, dann zeig mir, wie es dir geht.
sie ein Weib. Du bist nicht der Sittelten Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, Künstler unseres Landes unterstützen UNICEF. Leipzig hatte die Ehre, in diesem Jahr die nationale Veranstaltung anlässlich des 41. Jahrestages von UNICEF auszurichten, die mit dieser Gala ihren Höhepunkt fand. Das Ereignis war für alle kulturellen und künstlerischen Einrichtungen, für alle Künstlerverbände und für alle Künstler und Kulturschaffenden Anlass, ihren aktiven Beitrag zu UNICEF
für das Glück der Kinder in der Welt des Friedens einzubringen. Unter der Bevölkerung fand dieses Anliegen eine außerordentlich große Resonanz und Unterstützung. Das spiegelt sich insbesondere in dem breiten Echo wider, den der Aufruf der Leipziger Journalisten zur Finanzierung von Alpha-Sets für Kinder in Mosambik gefunden hat. Auch die Leipziger Schriftsteller spendeten für Alpha-Sets, die sich bereits per Schiff auf dem Wege nach Maputo befinden. Besonders hervorzuheben sind weiter die Sonderkonzerte des Gewandhausorchesters und des Thomaner-Chores sowie die Auktion im Rahmen der 15. Leipziger Grafikbörse. Viele, viele weitere Aktivitäten und Veranstaltungen zugunsten des Solidaritätskontos 444, Kennwort UNICEF, wurden gestartet. Mit dem Erlös der Veranstaltung des heutigen Tages, dem Kinderchorkonzert im Gewandhaus, dem Kinderfest in der Moritzbastei, Film- und Buchveranstaltungen für Kinder, dieser Gala und ihren Spenden, meine Damen und Herren, können am heutigen Tag insgesamt dem UNICEF-Nationalkomitee der DDR 280.000 Mark überwiesen werden. Wir möchten allen herzlich danken, die mit großen und kleinen Spenden, mit Ideen, künstlerischem Engagement und mit ihrer Arbeit zur Verwirklichung eines großen humanistischen Anliegens beigetragen haben.
ich eulen Waffen, Speer nach Speer, dass ihr ein Dichter seid, ein Meister euch gefreut. Hier dankt ihr heut euer höchstes Glück und denkt mit Dank jeder Land zurück. Wie kann die Kunst voll unwert sein, die solche Preise schließet ein? Hast unsere Meister sie gepflegt, grad recht nach ihrer Art, nach ihrem Sinne treu gehegt, das hat sie echte Wort. Blieb sie nicht adlig, wie zur Zeit, wo Höf und Fürsten sie geweiht. Im Drang der schlimmen Jahr blieb sie doch deutsch und wahr. Und wer sie anders nicht geglückt, als wie wo alles drängt und rückt, ihr seht, wie hoch sie blieb in Ehr. Was wollt ihr von den Meistern mehr? Abhacht uns treuen üble Streit. Zerfällt erst deutsches Volk und Reich in falscher, welscher Majestät kein Fürst bald mehr sein Volk versteht. Und welchen Dunst mit welchem Tand sie pflanzen uns in deutsches Land. Was deutsch und echt ist keiner mehr, gibt's nicht in deutscher Meister Ehr. Drum sag ich euch, ihr teure deutschen Meister, dann band ihr gute Geister und gebt ihr ihren Wirken Gunst. Zerging in Gunst das heilige Grimmsche Reich, uns bliebe gleich.